So, da bin ich wieder und ja, wir machen weiter. Für die Leute, die neu hinzukommen, neu eingeschaltet haben auf meinem Kanal, beziehungsweise auch die Leute, die mich schon jahrelang schon verfolgen, erkläre ich gerne noch ein letztes und allerletztes Mal, warum ich generell YouTube mache, dass ihr die Gründe auch versteht. Also, Grund Nummer 1, YouTube mache ich aus dem Grund, weil ich gesehen habe, dass es Let's Plays gibt. Und Let's Plays gibt es lange schon, ja, sehr lange schon, das weiß ich. Und deswegen, ja, war ja umso mehr einfach der Reiz da, solche Videos zu drehen. Und darum, habe ich nie erkannt, wie viel Spaß mir das dahinter macht. Und deswegen, ja, mache ich das auch überhaupt. Und es gibt wirklich eine Person, die mich da wirklich auch dazu inspiriert hat, überhaupt Let's Plays anzufangen. Und zwar, das war der Zugzui, falls ihr ihn kennt. Er ist auch ein sehr bekannter Let's Player. Und ja, wo ich halt das allererste Mal auf YouTube, das war 2009, halt sein LP dazu gesehen habe, Disneys Herkules, hab dann gesehen, boah, Alter, was für eine sympathische Stimme. Und dann habe ich mir weitere seiner Videos angesehen und fand ihn echt total lustig. Und muss ich echt mal sagen, cool. Und ab da habe ich richtig Bock bekommen, selber Let's Plays zu machen. Da hat es in 2014 damit angefangen, hier mit Longplay-Videos von mir. Habe ich schon näher gemacht, habe dann gemerkt, dass mir das Longplay nicht so liegt, habe das dann auch aufgehört. Und ja, warum ich das aufgehört habe, aus verschiedenen Gründen. Schon alleine, da hatte ich bis dahin dato einen neuen PC gebraucht, musste mir erstmal einkaufen und das halt eben holen, ja. Das war auch echt so eine sehr, sehr komplizierte Geschichte. Hab mir dann einen geholt und ja, hat mich echt eine Stange Geld gekostet. Ich glaube so 300, 400 Euro waren es zu diesem damaligen Zeitpunkt und ja, das war echt schon mega ätzend. Ich hatte einfach einen neuen gebraucht, weil ich hatte das nämlich über ein Windows XP aufgenommen, diese Longplay-Videos und ja, das war auch schon so eine Zeit. Die habe ich gefeiert. Die Zeit, die war cool. Kann man sagen. Und deswegen habe ich das ein Jahr gemacht, 2014. Und dann hier ab 2015 habe ich, glaube ich, meinen allerersten Let's Play-Kanal eröffnet. Und zwar Spieletester 2 habe ich gemacht. Der lief wunderbar mit 120 Abonnenten. Aber ich habe den einfach aus dem Grund gelöscht, weil dann immer mehr Leute mich deabonniert haben und dann immer mehr negatives Zeug von sich abgelassen haben, wo ich mir so dachte, so, warum? Ja, und das war der Grund ausschlaggebend, dass ich dann halt mit Spielertester 2 aufgehört habe, der bis, glaube ich, 2017 ging. Dann hatte ich irgendwie private Probleme noch, kam noch dazu, hatte viel Stress und ja, das hat einfach für mich den Grund gegeben, dass ich einfach damit YouTube aufhören wollte. Ja, wollte ich auch. Dann hatte ich ganz kurz so einen Sinneswandel, habe ganz kurz einen Kanal gemacht namens hier Spielritter oder so hieß der. Habe ich auch mal gemacht. Und ja, der lief nicht gut. Weiß ich nicht warum. Da hatte ich guten Content gemacht. Ja, ganz normal. Und ja. Da hatte ich das dann gemacht, dann wollte ich das komplett aufgeben und dann ab 2017, wo ich dann, ich sag's mal so, wo ich dann halt mir eine PlayStation 4 gekauft habe und dann mal herausfinden wollte, wie man über die PlayStation 4 aufnimmt, ohne Elgato, was mir bis heute auch gelungen ist, wie man ja unschwer erkennen kann. Und ah, fuck. Was mache ich denn da für einen Kack? Nein, deshalb. Ja, habe ich das dann halt auch erkannt. Das geht mit der Share-Play-Taste über dem Controller. Und das gibt es ja auch bei der PlayStation 5 als Funktion, was sehr cool ist. Aber es ist auch eigentlich eine Funktion, wo du halt auch Freunde in eine Party einladen kannst und halt auch gegen die gegeneinander spielen kannst. Dafür ist es ja auch eigentlich da, aber du kannst trotzdem damit aufnehmen. Was ich extrem cool finde. Und ab da hatte ich einfach wieder richtig mehr Motivation auf Let's Plays. Ab da hat mich das einfach wieder gefasst, mehr davon zu machen. Und das mache ich halt schon, ich sag's mal so, für diesen Kanal 3 Jahre so. Ja.
Nee, Quatsch, das war 2018 mit der PlayStation 4, genau. Ab da hat das angefangen. Und ab da hatte ich halt einfach den Entschluss gefasst, halt damit anzufangen. Und ja, bisher sehr erfolgreich. Und das macht auch Bock, über die PlayStation 4 aufzunehmen. Ohne Elgato funktioniert das. Das geht auch ohne. Ich weiß, es gibt auch eine Elgato, die dafür da ist, um halt PlayStation 4 aufzuzeichnen, Xbox One und Nintendo Switch. Das weiß ich alles. Und darum, ja, weiß ich das. Und deswegen war das auch der Grund zum Teil, warum mich dann wieder YouTube auch motiviert hat. Ja, halt YouTube-Videos zu machen. Deswegen mache ich das ja jetzt seit 2 Jahren auch. Aber auch wirklich nicht erfolgreich, wie man ja unschwer erkennen kann. Deshalb hatte ich mir auch überlegt, weil ich ja immer nur Retro gemacht habe, in den vorigen Jahren, hatte ich mir auch mal überlegt, ein neues Konzept zu erstellen, halt, dass ich halt euch neue Spiele und Retro-Spiele zeige. Und natürlich hier Longplay, Gameplay-Videos und Streams. Aber ich sehe ja so, das begeistert ja nur 130 Leute oder so, habe ich bisher. Das habe ich noch nie so geschafft. Ja, das ist so krank. 4 Leute, die sich schon bei mir antun, das ist krank einfach. Und dafür bin ich euch einfach dankbar, Leute. Ja, dass ihr das einfach für mich tut, mich abonniert habt. Einfach nur eiserne Spitze. Ich bin da stolz drauf, das geschafft zu haben. Und deswegen so. Dann gab es dann halt auch so eine Zeit, wo ich dann halt God of War auch so spielen wollte, weil das einfach so ein Spiel ist, so was ich schon lange mal Let's Play haben wollte. Für mich ist es einfach cool. Auch schon eine God of War 4. Das war so ein Hammer Game. Da bin ich ja mal gespannt, wann God of War 5 kommt. Ist mal wirklich. Da bin ich auch sehr, sehr gehypt, was das angeht. Weil da würde ich gerne wissen, wann das kommt. Aber wir Let's Playen natürlich The Last of Us Part 2. Das ist auch ein Plan, den ich habe. Ja. Deswegen werden wir das auch machen. Und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich momentan immer noch YouTube-Videos mache. Es hat mich einfach ab da wieder motiviert, weiterzumachen. Und darum kam ich auch aus dem Grund auf Lord Gamer, weil das einfach ein einfacher Name ist, der einfallsreich ist und der nicht so schwer ist auszusprechen bzw. zu schreiben. Und wie kam ich auf den Namen? Einfach aus deswegen, das hat mit einer Yu-Gi-Oh! GX-Folge zu tun. Da hat Jaden gegen diesen Sensenmann gekämpft, ja? Und der hat immer eine Karte gespielt namens Lord Demise. So. Und ich hol mal weiter aus. Da hat er die dann gespielt und da kam ich dann erstens auf Lord. Ja? So viel dazu. Und warum denn noch Gamer dahinter? Aus dem Grund, weil ich sehr gerne Games zocke. Leidenschaftlich. Und ja, jetzt werden wir erstmal komplettieren. Ich fange mal an mit Jaws of Darkness. Ja, das hat mich dann halt auch dazu inspiriert, halt dann auf diesen Namen zu kommen. Deshalb auch Lord Gamer. So, und ja, der dritte Grund dafür, warum ich überhaupt YouTube mache, ist einfach, du kannst über YouTube einfach einige Leute kennenlernen, die du noch nie zuvor kennengelernt hast, wie zum Beispiel den Fanruten, wie zum Beispiel den Astral, was ja zwei sehr sympathische Leute sind und ja, die ich auch gern gucke. Da wo ich auch mal so sagen muss, manche Videos finde ich ja sehr gut, kann man ja nicht sagen und deswegen ja, abonniert auch mal diese Leute, nicht nur die, auch mich und auch den Zugzui. Das sind Leute, ja, die solltet ihr wirklich mal abonnieren. Ja. Und deswegen, ja, gibt es auch eine Community, die ich habe, die ich gerne aufrechterhalten möchte, die ich halt auch zusammenhalten möchte, halt gemeinsam am Strang ziehen möchte. Dass halt auch die Leute wissen, welche Let's Plays ich mache. Und ja, auch an die Leute, die neu sind oder mich bereits abonniert haben. Ja. Wenn ihr was wissen wollt, stellt eure Fragen auf Instagram und ich werde euch auch die beantworten. Ja, zumindest ist es der Plan. Deswegen beantworte ich auch jeden Kommentar, den ich lese. Ich beantworte auch jeden.
Ja, und deswegen mache ich das auch. Ja, weil ich suche auch Leute, die mit mir halt ein Spiel zusammen aufnehmen, halt ein Together machen. Und ich suche dafür immer noch Leute. Ach, ich kann das ja gar nicht machen. Ich bin so doof. Ja, da muss ich erst Toxic Waste machen. Stimmt, da war ja was. Verdammt, ich. Boah, ich bin so ein Haufen Code. Egal. Ja, warum ich dann halt auch aus dem Grund, dass ich dann deshalb mache und ich da halt auch Leute suche, die mit mir gemeinsam Let's Plays aufnehmen. Halt ein Together. Und ich suche da immer noch Leute für, die Ahnung haben von Let's Plays, von Videos drehen und so. Ja, solche Leute suche ich. Deswegen, ja, will ich auch meine Community aufrechterhalten. Auch wenn, sage ich mal, so ein Viertel davon meine Sachen schauen. Ein anderer Teil kaum, ein anderer Teil überhaupt nicht. Und das finde ich irgendwo so schade, dass so die Unterstützung einfach zurückgegangen ist. Ja, da frage ich mich, mache ich was falsch? Ist es meine Herangehensweise? Ist es meine Art, wie ich Let's Plays angehe? Meine, ich kann nicht, wie jemand sein, ja, der dann im Endeffekt gar nicht ist. Weil ich kann ja nicht jemanden so nachmachen, wenn man gar nicht mal sich was Eigenes ausdenkt. Und ich bin jemand, der auch was Eigenes ausdenkt. Und ich bin auch ein Mensch, der kritische Sachen auch kritisieren muss. Ich bin halt ein kritischer Mensch. Und das ist halt so. Manche Sachen kritisiere ich auch zu Recht. Und darum, ja, bin ich da halt so. Und ich sehe auch gewisse Sachen auch realistisch in dem Punkt, die ich mache. Nein! Oh, und ich darf es nochmal machen. Ah, das liebe ich an dem Spiel. Nein, trotzdem, ich bin einfach ein kritischer Mensch. Und ich fasse die Dinge einfach anders auf als ihr. Das ist halt so. Deswegen, wenn ich gleich wäre, dann könnte ich ja gewisse Videos ja auch nachmachen, nachstellen. Nee, so bin ich nicht. Ich überlege mir da was anderes einfach. Ich bin halt auch ein Mensch, der kreativ ist. Ja, das ist so. Und deswegen, ja, was kann ich noch so dazu sagen? Das sind auf jeden Fall zum Teil die Gründe, warum ich mit YouTube überhaupt angefangen habe. Und einfach, ich habe noch so viele Ideen, so viele Spiele, die man zeigen kann. Da geht mir kein Spiel aus den Augen. Also, ich wüsste nicht, warum ich mit YouTube aufhören sollte. Weil unmotiviert bin ich ja nicht, was das angeht, und depressiv oder deprimiert bin ich da auch nicht in dem Punkt. Wenn ich das mal wäre, dann dürfte man ja auch merken, dass keine Videos kommen, ja? Dann mache ich das ja auch nicht. Dann mache ich auch einfach mal ein paar Tage Pause. Das ist ja normal. Aber ich sehe das halt nicht so eng. Und wenn ich an irgendeinem Video was kritisiere oder einen kritischen Menschen vielleicht hier sehe in meinen Kommentaren, dann kann ich das auch gegenargumentieren. Ist ja klar. Dann kann ich das auch kritisch bewerten. Das ist ja logisch. Deswegen mache ich mir daraus nichts. Ich bin auch nicht nachtragend. Nö. Sondern einfach nur offen und ehrlich. Ja, und darum muss man auch gewisse Sachen akzeptieren können. Mir ist auch zum Beispiel die Entscheidung gar nicht schlecht gefallen, überhaupt YouTube zu machen. Meine, als ich dann gesehen habe, welche Menschen das da machen, habe ich mal einfach diese Entscheidung gefasst, damit auch einfach anzufangen, weil das einfach jetzt zum Teil meines Lebens gehört. Und deswegen, ich bin auch nicht so alt dafür, um jetzt unbedingt damit aufzuhören, sondern einfach, weil mich die Lust einfach noch zu sehr packt. Deswegen sage ich euch, ja, macht das mal selber, setzt euch mal so 2, 3 Stunden heran, schneidet das, synchronisiert das Video und dann erzählt mir mal, ja,
ob ihr wirklich Ahnung von Videos und von Let's Plays habt. Meine, manche denken so, ja, was macht der da? Der ist voll bekloppt und hat keine Ahnung und hat nichts drauf. Ja, Leute, macht das mal selber. Setzt euch mal wirklich so 2-3 Stunden ran, dreht Videos, schneidet das in den und den Parts, ja? Und dann erzählt mir mal was von Let's Play. Nee. Also, das muss ich mir persönlich nicht geben. Ganz einfach. Habe ich jetzt den blauen? Muss mal kurz gucken. Mal wissen, ob ich den blauen habe. Ja, und deswegen, ja, setzt euch denn mal so 2-3 Stunden ran und schneidet das in den gewissen Parts. Und dann erzählt mir mal, ob ihr wirklich Ahnung habt, ja? Ihr habt genauso keine Ahnung. So sieht's aus. Und darum lasse ich mir das einfach nicht erzählen. Von daher, nein. Darum mache ich das schon 6 Jahre ungefähr. Ich weiß, worauf es ankommt. Darum bin ich da bestens auch ausgestattet. Und klar würde ich 4K-Videos machen, aber da brauche ich ein anderes Equipment. Ja, und da braucht man auch so eine LSD-Festplatte. Ja, und das habe ich nicht. So sieht's einfach mal aus. Hätte man sowas, hätte ich mehr Prozessoren, mehr Gigabyte RAM und Speicher. Ja, hätte ich das alles, dann würde das auch klappen. Aber das geht einfach nicht. Nie. Das geht technisch nicht. Ich muss das auch mal. Ich werde bekloppt. Weil mir Kisten fehlen. Alter, das darf doch wohl nicht wahr sein, dass ich das Scheiß-Level nochmal machen muss. Oh. Nein, aber das sind halt so Sachen, die habe ich nicht. Ja. Sonst geht's mir sehr gut. Ich bin froh, dass ich erstmal noch nicht irgendwo hin muss. Nee. Noch muss ich nicht. Aber wenn es die Zeit wieder kommt, dass ich wieder arbeiten muss, dann ja, wird es erstmal nicht mehr so viele Aufnahmen geben, denn erstmal nur noch seltener und ein bisschen weniger. Ja. Nein, ich krieg das nicht hin, ey. Oh, das tut einfach nur weh. So. Jetzt möchte ich aber erstmal hier fertig werden. Ja, das wäre ganz gut. Komm, roll den Scheiß weg. Ja, wenn ihr irgendwelche Beschwerden oder Kommentare habt, schreibt das bitte in die Kommentare. Ich schätze jeden Kommentar. Und ja, darum sage ich es nochmal. Wenn ihr was eben wollt, schreibt einfach. Ich bin ein offener und freierer Mensch. Wenn ich was sage, ja, muss ich in Videospielen nicht die Logik hinterfragen oder gewisse Dinge realistisch sehen. Das ist absolut Bullshit einfach. Bullshit. Das sehe ich so. Und da könnt ihr euch Dislike geben, ist mir egal. Dann habt ihr einfach für mich kein Verständnis und ja, könnt nicht euch mal so dazu äußern. Darum, ich stehe zu dem Standpunkt, den ich habe, den ich euch gegeben habe und mehr kann ich auch dazu nicht sagen. Nö. Warum auch? Und wer meint, dass ich total schlimm geworden bin? Ja, Leute. Dann habt ihr keine Ahnung von dem Scheiß hier. Ich schon. Darum, ja. Ich habe natürlich auch soziale Kontakte, aber die sind mir auch schon wichtig, aber ab und zu mal will man auch für sich sein. Deshalb produziere ich auch manchmal Videos vor in der Zeitabspanne, ja, wo ich schon längst andere Sachen in den Punkt tue. Und darum, ja, ist das bei mir halt so. Das wollte ich schon lange mal so erwähnen, weil anscheinend gibt es ja Leute, die das immer wieder hinterfragen müssen und darum habe ich es hier und jetzt erklärt. Jo. So, komm, wirf dein Scheiß was und tschüss. Diesmal hole ich den blauen Edelstein, sonst krieg ich das nie gebacken. Darum auch diese langen Parts, weil ich wollte Crash 1 nicht in die
unendliche Länge ziehen? Nee, auf keinen Fall. Komm, wirf deinen Dreck. Ey, dass ich es einfach mal nicht geschafft habe, das ist irgendwo erbärmlich. Das ist ein bisschen erbärmlich, muss ich ehrlich mal sagen. So, App. So, es gibt mir bisschen den blauen. Das finde ich ein bisschen frech, wenn ich den jetzt nicht bekäme. Komisch. Warum hatte ich das vorher nicht? So, 60%. Wunderbar, fehlen noch 40. Alter, ich habe noch einiges vor mir. Ja, deshalb will ich das Let's Play hier kurz und knapp halten. So, jetzt machen wir Jaws of Darkness. Ja, jetzt können wir das auch machen. Dass ich auch mal den Schlüssel habe. Ja, das wäre super. Weil ich würde mich gerne jetzt die dritte Insel in diesem Part erledigt haben. Dass ich dann im nächsten Part dann mir Insel Nummer 2 vornehme. Ja, morgen werde ich nicht aufnehmen können. Morgen habe ich keine Zeit. Nee. Da habe ich noch viel vorzubereiten. Hab zu viel zu erledigen einfach. Ja. So ist das halt. Nennt sich Real Life. Darum. Ja. Mache ich das auch. So, komm, mach doch bitte hier einfach weg. Danke. Habe ich den Schlüssel? Ach so, ja, wegen... Ja, stimmt, da war was. Eieiei. Ich hatte auch, wo ich damals sogar auch... Alter, willst du mich verarschen? Da bin ich nie hingesprungen. Oh Mann, ey, das kann noch was werden mit diesem Spiel hier. Ich habe jetzt auch schon, glaube, anderthalb Monate nur Let's Plays aufgenommen, ey. Nicht mehr normal, ich weiß. Aber, trotzdem, ja, du konntest echt einfach los vorhin. Das war einfach dermaßen beschissen, ja. Darum geht's jetzt so. So und rüber hier. Es kommen Speere weg. Und nochmal rüber. Hep und hep. Jetzt hier rüber. Ich hoffe, ich schaffe das jetzt bitte ohne zu sterben natürlich. Das wäre mal insane, wenn es klappen würde. Na, und wer jetzt über diese Videos in meinen Aussagen so lacht, da merkt man so, man fühlt sich zwar unterhalten, aber man fühlt sich so einfach so dumm, weil einige Leute das einfach nicht verstanden haben. Deswegen... Kann man nicht sagen, man hat es verstanden und lacht trotzdem. Nee, das kann nicht sein. Naja, egal. Ich habe das genug erwähnt und von daher zocken wir hier
Ich schaffe das jetzt. Mir Latte wie. Ich will es weg haben. Hep, hep, hep. Rup, rup. Sehr schön. So viele Leben, meine Güte. Das ist ganz schön viel, ey. Da könnte ich ja so ein ganzes Einkaufszentrum mit kaufen. Wäre super. Ich warte mal ab. So. Und jetzt darüber. Oh, wunderbar. Komm, fahr dich bitte ein. Dankeschön. Und doch. Ich geh mal weg. So, Flame mal. Danke. Hier kann man hin. So, jetzt brauche ich einen Schlüssel. Das war jetzt einfach nur richtig dumm. Hep, hep. Okay, was war das denn? Und klar habe ich viele Entscheidungen auch bereut, die ich getroffen habe, aber das hier mit YouTube, das war einfach eine spontane Entscheidung. Und da wusste ich auch, was mich erwarten würde. Auch Kommentare natürlich. Ja, und deswegen... Ich weiß, wo Kommentarfunktion ist. Wenn mir Kommentare nicht passen, ich kann das ja auch deaktivieren. So ist das ja nicht. Das kann ich alles, das weiß ich ja. Deswegen, ja. Kenne ich das auch. Gib mir den Schlüssel. Ja, und darum, ich kenne diese Funktion mit den Kommentaren, das ist mir absolut bewusst, das weiß ich. Ja, und darum, nimmt mir das nicht übel, was ich so gesagt habe in den letzten Videos jetzt hier zu diesem Projekt, aber ich bin halt dieser Meinung. Och, komm, ey. Jo, das war auch richtig beschissen. Alter, kannst du mal richtig springen, Crash? Okay, ich hab's überlebt. In der Luft. Das dürfte es Part 4 sein. Ja, aber machen wir ein bisschen länger. Ich brauche jetzt zu lange einfach. Rüber hier, zack und zack. Ja, und da ist die letzte Kiste. Und ich hab's bitte geschafft. Bitte gib mir den Edelstein. So, 12. Ja, 14 Stück fehlen noch. Alter, ich habe noch einiges vor mich. So, wir haben es gerade mal 12:30. So, Castle Machinery haben wir gemacht. Slab haben wir auch gemacht. Das Labor.
So, jetzt kommen wir hier hin zu Fumbling in the Dark. Hier hinter sind nämlich noch Kisten, das weiß ich noch. Ja, habe ich vollkommen recht. Noch eins, und falls jemand denkt, ich will jemanden irgendeine Meinung aufzwingen, nee, will ich nicht. Ich habe es klipp und klar erklärt. Ja, das wollte ich noch dazu hinzufügen. So, Guillotine mach ich wieder durch. Danke. Oh, das war klar. Ach so, klar, ey. Ich hab's aber... Was? Zählt aber noch nicht. Erst ab dem Checkpoint. Ich mach das mal nochmal. Mir ist das ein bisschen zu unsicher. Ja, und deshalb, wir sehen uns gleich wieder in diesem Level. Bis gleich.